Udo Westermann ist seit 2000 Geschäftsführer von Future Verantwortung Unternehmen und bereits seit 1998, das ist letztes Jahrtausend, ist er Mitglied im Ranking-Team, hat also vermutlich jeden einzelnen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbericht in diesem Land schon irgendwann mal in der Hand gehabt. Und im aktuellen Ranking war folgerichtig dann auch für die Qualitätssicherung der Bewertung zuständig. Und er wird uns jetzt die übergreifenden Ergebnisse und Trends des Rankings 2021 vorstellen und vermutlich dabei versuchen, alle Hinweise auszulassen, die uns irgendwie verraten könnten, welche Unternehmen denn nun die besten Berichterstatter sind. Udo, du darfst. Ja, sehr gerne. Ich versuche dann auch eben meinen Vortrag zu finden. Gehe davon aus, dass Sie den jetzt sehen. Jetzt bin ich aber leider noch mal ganz zurückgelaufen. Das müssen wir noch mal ändern. Entschuldigung. Da soll es nämlich losgehen. Aktuelle Folie. Jetzt sehen Sie mich. Ich darf Sie auch von meiner Seite herzlich begrüßen. Danke, Jana Gebauer, für die Einführung. Die Jahreszahlen hätte sie aber weglassen können. Mein Auftrag ist es nun, nachdem der Christian Lautermann Ihnen einen Einblick in die Welt der Ansprüche gegeben hat und auch beispielhaft die Umsetzung vorgestellt hat, einen Überblick zu geben zu den Ergebnissen, also der Feststellung, wie die im Ranking befindlichen Unternehmen denn berichtet haben. Machen wir zuerst einen kleinen Blick auf die 100 im Ranking befindlichen Großunternehmen. Da stellen wir fest, dass denn 62 von 100 einen eigenständigen, vollständig integrierten, beziehungsweise einen vollständig integrierten Bericht vorgestellt haben. Weitere 19 sind konzernzugehörig und werden über die Nachhaltigkeitsberichte der Konzernmütter mitberichtet. Und dann kommen wir in einen Bereich hinein, wo denn das schon inhaltlich schlanker ausfällt. Das heißt, wir haben 7 Unternehmen mit Standort- bzw. themenbezogenen Veröffentlichungen, weitere 7 Unternehmen, die relevante Informationen im Internet bzw. im Geschäftsbericht oder auch in einer veröffentlichten nicht finanziellen Erklärung bereitstellen. Wir haben 5 Unternehmen, wo wir nur sehr geringfügige Informationen gefunden haben, die wir dann als Nichtberichterstatter klassifiziert haben. Zusammenfassend kann man aber sagen, es gibt von den 100 kein Unternehmen mehr, das gar keine Nachhaltigkeitsinformationen veröffentlicht. Auf der anderen Seite haben wir aber eben noch 19 Unternehmen, die nicht vollständig über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten. Wenn wir jetzt mal einmal auf den Mittelstand schauen, dann haben es 39 Unternehmen geschafft, das Vorabscreening zu bestehen und sind dann im Banking-Verfahren in eine Detailbewertung aufgenommen worden. Ich muss vielleicht kurz diese 39 erklären, wo Christian Lautermann eben von 40 sprach. Es ist im Prozess aufgefallen, dass ein Unternehmen die Größengrenzen des Rankings nicht eingehalten hat und deshalb mussten wir es leider aus dem Wettbewerbsverfahren herausnehmen. Von diesen 39 Unternehmen haben wir 7 Unternehmen, 18%, die wir mal zugeordnet haben, einem originär nachhaltigen Geschäftsmodell. Das sind dann Unternehmen, die zum Beispiel Bio-Lebensmittel produzieren. Wir haben weitere 7 Unternehmen, denen wir ein konvertiertes Geschäftsmodell zugeschrieben haben. Also Unternehmen, die mit ursprünglich klassischen Geschäftsmodellen angetreten sind, diese aber eben mittlerweile umfassend an Nachhaltigkeitsansprüchen ausgerichtet haben. Das heißt, für diese Unternehmen geht im Zweifel dann die Nachhaltigkeit vor dem Gewinn. Wir haben aber auch 64%, und das sind 25 Berichte, die mit konventionellen Geschäftsmodellen es geschafft haben, eben dieses Screening zu bestehen und in den Top 39 der KMU-Berichte aufgenommen wurden. Mit Ihnen einen Blick nehmen auf die genutzten Rahmenwerke. Und da stellen wir fest, dass denn die Nutzung von GRI auf einem sehr hohen Niveau bleibt. Wir haben bei den Großunternehmen, das sind die etwas dunkler gefärbten, 94% der Berichte, die entweder nach GRI Core oder Comprehensive berichten. Bei den Mittelständlern sind es in der Summe 70%. Nutzung von internationalen Rahmenwerken ist mittlerweile die Zuordnung zu den SDGs. Relativ hoher Standard, 85% der Großunternehmen und 54% der Mittelständler tun dies und verbreitet ordnen sie dann auch ihre verfolgten Nachhaltigkeitsstrategien und Maßnahmen den beeinflussten SDGs zu.
Bei den Großunternehmen ist es dann so, dass viele diesen Nachhaltigkeitsbericht dann auch nutzen als Fortschrittsbericht für den UN Global Compact, wohingegen bei den Mittelständlern 28%, also vergleichsweise viele, die Entsprechungserklärungen nach dem deutschen Nachhaltigkeitskodex nutzen und diesen als vergleichsweise einfachen Rahmen verwenden. Die Frage eben im Chat war schon, oder der Hinweis auf das eine gemeinwohlbilanzierende Unternehmen. Hier haben wir das nochmal ausgewiesen. Bei den Mittelständlern ist es so, dass 4 Berichte, 10%, einen Gemeinwohlbericht veröffentlicht haben und diesen vergleichsweise ambitionierten Standard eben anwenden. Ich möchte mit Ihnen auf die externen Prüfungen. Da stellen wir fest, wir müssen das ein bisschen komplex, die Grafik. Sie gucken bitte auf die obersten 4 Balkenpaare. Das sind die Berichte, wo entweder die ganzen Berichte oder Teile entweder mit hinreichender oder mit einer begrenzten Sicherheit testiert sind. Das sind in der Summe bei den Großunternehmen 40 Berichte und ist damit ein Stück weit rückläufig. Es waren 44 im letzten Ranking. Bei den Mittelständlern gibt es eine Zunahme auf mittlerweile 14 Berichte, die entweder den ganzen oder den Teilbericht hier mit einer begrenzten Sicherheit haben überprüfen lassen. Es gibt aber hier eben auch nochmal zusätzlich 4 validierte EMAS-Umwelterklärungen, wo also zumindest dieser ökologische Aspekt geprüft ist. Und es gibt diese Gemeinwohlberichte, die auch ein externes Audit durchlaufen. Ein Blick auf die CSR-Berichtspflicht. Bei den Großunternehmen sind von den 62 Unternehmen 46 berichtspflichtig und von den 16 nicht berichtspflichtigen sind wiederum 9 originär nicht berichtspflichtig und 7 weitere konzernzugehörig und werden dann, wie gesagt, in den Berichten der Konzernmütter mitberichtet. Die 46, die originär eigenständig berichtspflichtig sind, tun das, indem sie den Nachhaltigkeitsbericht nutzen, beziehungsweise den integrierten Unternehmensbericht und dort ihre Angaben machen, oder 22 verweisen auf eine separate nicht finanzielle Erklärung oder eben auf die Erklärung integriert im Geschäftsbericht. Bei den Mittelständlern haben wir 6 berichtspflichtige Unternehmen. Davon macht das einer mit einer separaten nicht finanziellen Erklärung und 5 integriert in den vorgelegten Nachhaltigkeitsbericht. Ich möchte jetzt noch einmal im Überblick, ist das nur leistbar, im Überblick auf die gesamten Ergebnisse gucken. Bei den Großunternehmen haben wir einen Rückgang von 54,8 durchschnittlich auf 44,7 Punkten, wobei ich fairerweise dazu sagen möchte, dass das nicht ein Ausweis ist einer rückläufigen Berichtsqualität, sondern so wie der Christian Lautermann das in den Kriterienansprüchen beschrieben hat, haben wir die Anforderungen doch signifikant erhöht. Wir haben 3 Neuberichterstatter im Ranking der Großunternehmen, die erreichen im Schnitt 33,5 Punkte, das sind 75% dann des allgemeinen Durchschnitts. Und wenn wir mal spezifisch auf die Branche gucken, dann sehen wir, dass die Branche Chemie und Pharma mit genau einem Volltreffer auf 50% Punkten das Ranking gewonnen hat, gefolgt von Banken und Medienunternehmen und IT-Dienstleistern mit knapp 49%. Wir gehen mal ein bisschen tiefer in die Ergebnisse rein und schauen auf die Erfüllung der materiellen Oberkriterien. Bewertet wurde ja in einer vierstufigen Skala von vorbildlich erfüllt bis unzureichend erfüllt und die sind jetzt hier farblich differenziert ausgewiesen. Vergleichsweise gut ist bei den Großunternehmen die Berichterstattung in den Oberkriterien Governance, Compliance und Produktverantwortung. Unter Governance und Compliance, dahinter wird erfasst die Transparenz der internen Strukturen, die Steuerungssysteme und die Fragestellungen, die sich um die Rechtskonformität greifen. In der Breite werden hier zumindest die Mindestanforderungen erfüllt. Das heißt, wir haben hier nur 2% der Berichte, die als unzureichend bewertet wurden. Im Bereich der Produktverantwortung ist auffällig, dass ein relativ hoher Anteil vorbildlich erfüllt bzw. weitgehend erfüllt bewertet wurde. Vergleichsweise schlecht ist die Berichterstattung im Bereich der Lieferkettenverantwortung. Hier finden wir 29% noch mit einer unzureichenden Erfüllung und im Bereich auch des gesellschaftlichen Umfeldes mit 39%.
Hier verbergen sich die Fragestellungen Engagement an den Standorten, Finanzverantwortung, zum Beispiel die Steuertransparenz, das Engagement in Nachhaltigkeitsinitiativen, die Transparenz über die Lobbystrukturen oder auch die Berichterstattung zum Corporate Citizenship. So viel zu den Großunternehmen. Wir gönnen uns einen Blick auf den Mittelstand. Hier sehen wir, es gibt auch diesen Rückgang der durchschnittlichen Bewertungen um circa 10 Prozentpunkte. Aber die Mittelständler können ihr höheres Bewertungsniveau halten. Sie erreichen im Schnitt 58,5 Punkte. Wir schauen nochmal eine differenzierte Ergebnisbetrachtung nach den eben schon mal vorgestellten Geschäftsmodellen. Wir sehen 67,9 Punkte für die Unternehmen mit den originären nachhaltigen Geschäftsmodellen. Die sind deutlich über den Durchschnitt. Die Unternehmen mit den konvertierten Geschäftsmodellen liegen annähernd in der Größe des Durchschnittes. Hier verbergen sich auch die Gemeinwohlberichte, wobei man da eben sagen muss, dass die häufig oder von Unternehmen, kleineren Unternehmen kommen. Da sind einige dabei, die unter 100 Mitarbeitern haben. Und offensichtlich ist die Breite und Vollständigkeit des Anspruchs der Berichterstattung hier dann doch noch eine Herausforderung. Aber wir sehen eben auch die konventionellen 56,4 liegen in der Größenordnung noch des Durchschnitts. Wenn wir uns das mal angucken, aufgeschlüsselt nach der Größe der Unternehmen, hier gemessen an der Mitarbeiterzahl, dann sehen wir eigentlich mit einer Spannbreite von 56,1 bis 60,9, das liegt relativ eng beieinander. Also man kann die Aussage sagen, die Unternehmensgröße hat keinen signifikanten Effekt auf die Berichtsqualität. Wir schauen auch hier differenziert auf die Oberkriterien und sehen eigentlich ein vergleichbares Ergebnis in der Ebene des Governance and Compliance. Das ist das Oberkriterium 3 und die Produktverantwortung in A6. Analog zu den Großunternehmen. Wenn wir auf die Lieferkettenverantwortung gucken, dann sehen wir eine relativ große Spannbreite von 18% vorbildlicher Erfüllung bis auch 13% bewertet als unzureichend. Das ist auch ja, nennenswerte Anzahl an Unternehmen, die hier relativ wenig tun. Und wir sehen auch im Bereich des gesellschaftlichen Umfelds im Vergleich zu 2018 einen signifikanten Rückgang um 2,5 von 10 Punkten, wobei man hier auch das mit den Kriterien erklären kann, weil in der Vergangenheit in einem einzelnen Kriterium hier mit einem hohen Engagement in Nachhaltigkeitsinitiativen, in der Positionierung, die ja Mittelständler häufig leisten, hier dann Defizite in anderen Themenbereichen der gesellschaftlichen Verantwortung auch überdeckt werden konnten. Und das haben wir eben in diesem Ranking jetzt sehr differenziert ausgewertet und bewertet. Auffällig war für uns auch noch, im Bereich der Mitarbeiterverantwortung ist die Punktzahl aus 2018 annähernd erreicht. Hier gibt es nur einen Rückgang von 0,1 Punkten. Und das bedeutet eben in Anbetracht der verschärften Ansprüche, dass sich die Berichtsqualität in der Mitarbeiterverantwortung dann doch signifikant erhöht war. Das war einer der Kritikpunkte, die wir in 2018 formuliert hatten. Ich möchte mir jetzt nochmal die Zeit nehmen, um auf zwei Einzelaspekte, thematische Einzelaspekte zu gucken. Das erste ist der Klimaschutz. Klimaschutz ist das zentrale Thema für alle Unternehmensberichte gewesen. 74%, 46% der Mittelständler, 74% der Großunternehmen formulieren für sich das Ziel der Klimaneutralität. Wobei nicht immer klar und deutlich wird, was denn eigentlich darunter verstanden wird. Das heißt, es wird nicht immer deutlich, welche Emissionen sind denn da jetzt einbezogen, in welchem Umfang beruht die Klimaneutralität auf Kompensationsprojekten, in welchem Umfang auf den Fremdbezug von Grünstrom und auch die Qualität der Kompensationsprojekte und des Ökostrombezuges wird nicht immer deutlich. Einige machen das aber schon sehr gut. Und sie berichten eben genau über diese Aufschlüsselung und formulieren auch Zielsetzungen und Pfade für die Steigerung der eigenen Energieeffizienz und auch für die Verbesserung im Bereich der Scope-3-Emissionen. Was weiterhin auffällt, ist, dass wir eine weitere Vereinheitlichung haben in der Bilanzierung. Also mittlerweile 79% der Großunternehmen, 46% der KMU nutzen das GHG-Protokoll für ihre Bilanzierung und weisen zunehmend auch die Scope-3-Emissionen aus.
Großunternehmen nehmen in der Breite 65% Bezug auf das Carbon Disclosure Project beziehungsweise 48% auf TCFD. Das sind Standards, die bei den Mittelständlern noch vergleichsweise wenig verbreitet sind. Den zweiten inhaltlichen Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, ist die Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Überwiegend gehen die Berichte auf diese Corona-Situation ein und berichten über Homeoffice-Regelungen. Einige berichten da auch über konkrete Regelungen und beschreiben Betriebsvereinbarungen, die sie erlassen haben und auch über Planungen der Fortführung der Homeoffice-Regelung über die Pandemiezeit hinaus. Etwas schwächer ist die Berichterstattung dann zu Schutzmaßnahmen in den Betrieben beziehungsweise auch über in Anspruch genommene Kurzarbeiten. Da finden wir vergleichsweise wenig. Die Berichterstattung folgt teilweise auch in Corona-Sonderteilen. Dann findet man auch Aussagen zu Unterstützungsangeboten an den Standorten in den Regionen. Corona wird natürlich oder wird auch häufig angeführt als Erklärung für unterbrochene Dialoge mit Stakeholdern und mit Lieferanten. Und was uns ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir in den Berichten so gut wie keine Aussagen zur Diversifizierung von Lieferketten gefunden haben. Das ist ein Thema, das uns jetzt in dem Corona-Krieg richtig auf die Füße gefallen ist, aber es war auch im Diskurs 2020, also die Zeit, wo die meisten der Berichte, das Berichtsjahr, über das die meisten Unternehmen berichtet haben, war es ein Thema, ein Diskurs, das wird in den Berichten nicht thematisiert. Ich komme bald zum Ende, habe aber noch zwei Beispiele einer guten Praxis zu grundsätzlichen Aspekten der Berichtskonzeption. Und zwar habe ich hier einen Screenshot von den Berichten von Aßmann und Memo, die sehr differenziert die Stakeholder-Ansprüche ausweisen, also beschreiben, zu welchen Themen welche Stakeholder-Ansprüche anmelden und das auch in einer dreistufigen Skala klassifizieren. Das ist mehr als eine reine interne Ausweisung einer internen Bewertung von Stakeholder-Sichtweisen, weil hier wirklich Ansprüche von Stakeholdern dargelegt werden. Und das muss auch nicht immer in den eigens aufgesetzten Stakeholder-Umfragen passieren, sondern hier können auch Routinen der Stakeholder-Dialoge, also der Kontakte, Stakeholder-Kontakte genutzt werden. Das als positives Beispiel und als zweites Beispiel unter der Überschrift Strategie. Da kommen wir auf die Fragestellung, wie gelingt eigentlich eine Einordnung der eigenen Maßnahmen und Erfolge? Welche Wirkung wird mit diesen Fortschritten erzielt? Und das gelingt eben dann, wenn ich eine Vergleichssetzung schaffe zu den absoluten Erfordernissen. Das heißt, dann, welche Nachhaltigkeitsleistung kann ich mir wirklich zuschreiben? Die GLS-Bank hat sich diese Wirkungstransparenz zur zentralen Frage ihrer Berichterstattung und ihrer Unternehmenssteuerung erhoben. Wir werden das heute Nachmittag in dem zweiten Workshop, glaube ich, vertieft diskutieren. Dann habe ich noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir stellen fest, die Anzahl der eigenständigen, vollwertigen Nachhaltigkeitsberichte ist wieder leicht gesunken, was aber nicht heißt, dass die Quote der Nichtberichterstatter steigt. Das wird erklärt eben dadurch, dass denn über die Konzernmütter die Unternehmen in die Berichterstattung kommen. Die KMU halten ihr höheres Bewertungsniveau gegenüber den Großunternehmen. Die Standardisierung sowohl nach GRI als auch zum Beispiel der Klimabilanzierung nach GHG nimmt weiter zu. Der Klimaschutz ist das zentrale Thema im Ranking. Und wir haben festgestellt, der erste prioritäre Handlungsbedarf in der Berichterstattung ist der zu der Lieferkettenverantwortung. Ich danke und ich hoffe, ich habe mich überzogen.